wieder zurück. Oh Mann, 36 Minuten. Da habe ich echt nicht auf die Uhr geguckt. Das ist schon, ja. Läuft. Gut. Wir müssen unser Lagerhaus vergrößern. Müssen wir leider wieder Stein nehmen. Dann reißen wir das ab. Es ist so besser. So. Wer ist dafür zuständig? Jens. Eigentlich nicht, aber Jens macht es doch gern. Nicht wahr, Jens? Na? Wird von Nina bereit benutzt. Oh, Nina! Ja, zuvorkommend wie eh und je. Mist. Jetzt haben wir die Stahlbahn vergessen. Dann kommt noch Boden rein. Und jetzt schlafen alle. Und das Essen verdirbt. Toll, Leute. Sepp, wie sieht's aus? Sepp ist gestresst. Er ist sehr hungrig. Wurde öfters zurückgewiesen. Wir haben Menschen geschlachtet. Oh. Sah Outsider sterben. Und? Der. Ja, hat uns angegriffen. Wir mussten uns verteidigen. Sepp, dir geht's so schlecht. Nimm dir mal einen richtigen Schluck Kaffee. So, na siehste. Geht's doch schon viel besser. Oh, er vergnügt sich. Mit was? Mit Beten. Nina, kannst du bitte Granit noch abbauen? Sepp, hilf mal. Oh, Sepp ist ja gar nicht mal so schlecht in Abbauen. Hätte ich ja nicht gedacht. Glaube, das müssen wir auch noch wegmachen. So, Stopp und Stahl. Wie die Hasen abgehen. Moment. Das ist, glaube ich, unser er. Nee, das waren unsere beiden ersten Hasen. Frischlinge. Ah ja, unser erstes Wildschwein. Unser weibliches ist gestorben. Blöd. Die beiden können eigentlich weg. Und dann haben wir wenigstens noch das Neugeborene und noch ein weibliches Vieh. Die Muffalos können nichts tragen. Was eigentlich total bescheuert ist, weil es sind doch eigentlich voll die Trageviecher. Bei den Hasen dauert es noch. Obwohl. Die können wir ruhig nehmen. Die drei hier. Die anderen können bleiben. Die Dinger. Ja. So sieht's gut aus.
Gibt's lecker Fleisch. So. Die Lagerzone wird jetzt verbreitert. Und es sind andere Platten, die ich genommen habe, oder? Damals. So, Jens. Was? Wird von Sepp schon gemacht, okay. Ein Großhändler. Oh, 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 Kati, Kati, Kati. Kannst du bitte einmal den Roboterhändler kurz anschreiben? Und zwar, der hat Transportroboter und ich habe kein Geld dafür. So. Und das Stahl würde ich schon eher kaufen, aber oh nee, ist nicht gerade im Angebot. Wenn ich davon 5, nein. Tut mir leid. Stopp, Kati. Da ist noch ein Großhändler. Jetzt wird's lustig. Was können wir denen anbieten? Uranium Leaves. Können wir denen anbieten? Brauchen wir nicht. Das bleibt, das bleibt. Kobra Haut. Eichhörnchen Leder. Kobra Haut. Elchleder, Hasenfell, Luchs, Larfuchs, Rattenfell, Menschenhaut. Sehr viel wert. Oh, die hätten wir auch verkaufen können. Wir können uns einen Wüstenfuchs holen. Nein, wir holen uns keine Tiere. Wir haben jetzt Yorkshire Terrier. Aber was fehlt sind... Ach nee, die haben wir noch nicht fertig gemacht. Aber die Uranium-Leaves ist schade, dass wir damit nichts anstellen können. Oh, das ist teuer, wenn wir das kaufen würden. Nee. Aber Cobra-Haut. Können wir nochmal verkaufen. Was ist das? Elchleder, Hase. Ich glaube, die sollten wir erstmal behalten. Ich glaube, Cobra auch. Daraus machen wir den Mäntel oder sowas. Muffalo-Leder. Haben wir auch nicht ein Muffalo-Fell irgendwo? Mir war so. Warte, Rentier, Elch. Dann kommt Elch weg. Ja, gut, dann hätten wir 500. Ist erstmal nicht schlecht, würde ich sagen. Und annehmen. Schön, schön. Mein Rivale starb. Ja, komm. Mal gucken. Ob wir die irgendwie andingsen können. Auf jeden Fall müssen wir... Chemie? Hast du nicht Lust, was zu schlachten?
Wir haben ja hier ein paar Viecher. So, ich bin am Forschen. Hier müssen wir mal wieder aufgeräumt werden. Hier liegt noch jemand tot. Den habe ich vergessen zu nehmen. Und eine Viecherkolonie kommt. Okay. Jens, hier ist noch was. Kimi kann nicht tragen. Du. Da. Dass schon mal hier wegkommt. Und das Essen. Ist hier in der Nähe. Kann sie das noch mitnehmen? Dann kommt es auf jeden Fall jetzt weg, das Zeug. Und niemand nimmt das mit. Ingo, nimm mal das Muffalo-Zeug. Nicht, dass es schlecht wird. Und ein Großhändler. Sehr gut. Wenn die denn schön ins Lager gepackt wird, können wir den Großhändlern noch einige Sachen anbieten. Ein zweites Artefakt wurde gefunden. Ach du Scheiße. Ist unsers. Mir ist doch schon irgendwie in den Fingern, das Ding zu holen. So, Jens, hier ist Zeug zu tragen. Kati auch. Achso, ja, ess erstmal was. Jetzt kannst du. Oh, hast schon Evo gehabt. Sehr gut. So, wenn Jens es hingepackt hat, dann kann Kati in. Welcher Großhändler war das jetzt? Hauptkapital. Also nehmen wir erstmal das oberste. Ja. Das ist ein anderer. So. Was können wir denen anbieten? Wir könnten ihnen Sandstein, Granit und sowas anbieten. Uranium-Leaf. Stahl. Cobra. Hase. Menschenhaut haben wir wieder. Sehr gut. Muffalo-Wolle. Wo ist denn der Rest geblieben? Wir hatten doch 200 Stück. Nein. Daraus müssen wir Dings machen. Könnten wir auch Leute hier verkaufen? Nein. Schade. Ansonsten kaufen? Nein, gibt's nichts. Nehmen wir erstmal. Das passt schon. Hier liegt Reis. Hat schon jemand irgendjemand. Oh, überall Früchte. Also jetzt übertreiben die langsam mit den Essen. Es liegt aber bestimmt an den neuen Boden, den ich hier gemacht habe. Dass es so ausrastet. Mein Hanf ist fertig. Es muss schnell gekühlt werden. Kein Lagerplatz.
Ach, Trockenfutter kann ja auch rein. Wo ist es denn? Wo ist es? Unter Nahrung. Man darf denn hier nicht alles rein? Okay. So. Ich muss mein Gras retten. Ich muss jetzt persönlich los und mein Gras retten. Du musst mehr Gras tragen. Rette es. Wenn ich schon mal da bin, kann ich mal kurz mit ihnen reden. Hallo. Aha. Gut, ich wollte hier eh nur noch mal kurz. Aber hey, die Preise sind doch gut. Wenn ich denen die Granaten hier anbiete. Okay, wenn Kati wach ist. Nein, Gras. Ich brauche mein Gras. Ganz wichtig. Das Gras muss gerettet werden. Holz brauchen wir auch wieder. Nina macht das Holz weg. Wir brauchen über 100 Holz. Und alle fleißig am Essen. Sehr gut. Was fehlt denn? 150 Holz. Brauch mehr Holz. Schlechte Laune. Bestimmt Nina, oder? Nein. Doch, vermisst ihr Haustier.
Okay, wird gearbeitet. Was fehlt denn noch? Holz. Wo wird denn noch Holz benutzt, genommen? Wer hat denn hier Holz geklaut? Ein Waffenhändler, sehr gut. Dann kann ja Kati erstmal mit den Waffenhändler reden. Vielleicht können wir hier ja unser Zeug verkaufen. Warte, 39 und 42. Mhm. 39, 42. Der macht auf jeden Fall einen besseren für Molotow und die Splittergranaten. Ganz eindeutig. So, Gras wird gerettet. Sehr wichtig. Sepp. Noch wichtiger ist das hier. Nina, nein. Wir müssen die Bäume abholzen. Ernte Dreispflanze. Der Wahnsinn. Ich glaube, hier können wir auch irgendwas anderes anpflanzen. So viel Reis wieder oben immer rauskommt. Wir sind noch nicht fertig. Oder? Kann gebaut werden? Nee. Was fehlt denn noch? Stahl haben wir genug. Holz oder wie? Nein, der befüllt die Dinger hier erst. So ein Mist. Wir brauchen trotzdem ganz viel Holz. Sonst ist Mr. Burns unglücklich. Und ich sehe schon, wir sind schon wieder über der Zeit drüber. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.